Hallihallo Leute und was geht ab? Sky Gaming ist hier wieder am Start und wir haben ein nettes kleines Commentary für euch. Als allererstes aber mal zum Gameplay. Ich bringe euch den Totti wieder zurück. Endlich zeigt er mal wieder was. Er spielt eine Runde Abschuss bestätigt auf der wundervollen Map Mission zusammen mit seinen klasse Clan. Ich kann nur so viel sagen, super Gameplay, schaut euch auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Ast rein, der Junge, top. Danke nochmal dafür, dass ich es verwenden darf. Ihr merkt es vielleicht, ich habe super Laune heute. Das hat im Augenblick zwei Gründe. Der erste Grund ist ganz einfach. Ich gönne mir jetzt in meinem schönen Feierabend ein leckeres Hefeweizen. Das ist Grund Nummer 1. Grund Nummer 2 ist, dass ich morgen, beziehungsweise wenn ihr das Video hört, heute nach Dortmund cruise. Ich komme ja aus Hannover. Ich fahre nach Dortmund, besuche da zwei Kumpels, beziehungsweise wir treffen uns zu dritt bei einem Kumpel. Und ja, jetzt denkt ihr euch, was interessiert mich der Scheiß, aber das gehört zum Thema und zwar mein heutiges Thema für meinen Commentary, ihr habt es bestimmt schon gelesen in der Beschreibung, sind die Online-Freundschaften und zwar, wie definiert ihr eine Online-Freundschaft, was ist für euch eine Online-Freundschaft, wie kommt sowas zustande und. Warum ich dann jetzt die Story von den beiden Kumpels erzählt habe, ist einfach, dass ich diese zwei Leute auch im Internet kennengelernt habe und ich fand das Thema einfach cool, weil eigentlich, ja, ich denke mal, wir jetzt gerade, die uns mit YouTube beschäftigen oder auch generell viele, die es halt einfach nur anschauen, haben vielleicht mindestens so eine Person, die sie irgendwo mal im Internet kennengelernt hat, sei es jetzt in irgendeinem Chat oder in einem Forum über irgendein Hobby oder weiß der Geier was, mit der man vielleicht mehr oder weniger Kontakt hat und die man eventuell sowas wie ein Online-Freund, Online-Kumpel, Bekanntschaft oder was auch immer nennen könnte. Ja, wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr mir mal zuhören, wie ich das so ein bisschen definiere. Erstmal hole ich einen Tick aus und zwar erzähle ich kurz die Story, wie das bei mir war. Um ehrlich zu sein, kann ich wirklich nur sagen, wenn überhaupt, habe ich 2 bis maximal 3 Online-Freunde, wenn ich das mal so nennen darf. Ich habe ein paar Online-Bekannte oder Kumpels vielleicht auch, aber Freunde habe ich 2 bis 3. Ja, jetzt muss ich es einfach mal so rausbringen. Tobi, du bist mein Größter. Wenn du das jetzt hörst, fühl dich gedrückt. No homo und so ein Scheiß. Ihr wisst ja, wie es läuft. Aber es lief so, dass wir uns, ja, wir haben uns kennengelernt. Es lief halt wie so oft über ein Hobby und zwar über das Online-Spielen vom Pro Evolution Soccer. Da gab es eine Liga. Über die haben wir uns kennengelernt, ein paar Mal geschrieben und so weiter. Es war am Anfang eine pure Zweckgemeinschaft. Ich weiß es übrigens ganz genau, Toni, du, Toni, sage ich schon, Tobi, du Arsch. Denn du wolltest meine Spieler haben und ich wollte, dass du mir Eintrittskarten für Borussia Mönchengladbach gegen den FC Liverpool besorgst. So war es doch, da er aus Gladbach kommt. Dann hat man aber immer ein bisschen weiter geschrieben und hat entdeckt, ach du, 2, 3 Hobbys, so scheiße ist er gar nicht. Ich zocke ihn nicht nur mit den Spielern ab, sondern ich quatsch auch nochmal kurz mit ihm und so weiter. Das lief dann alles so weiter. Irgendwann kam dann, und das ist für mich der ganz entscheidende Punkt bei einer Online-Freundschaft, kam dann das erste Date sozusagen. Man hatte sich gesehen. Wir haben uns damals mit der Liga, ja, der Name ist nicht gerade relevant und muss nicht unbedingt erwähnt werden, und wir haben uns dann da getroffen mit einer großen Gruppe und haben uns dann dementsprechend dann auch kennengelernt und halt ein Wochenende zusammen gezockt, gefeiert, gesoffen und noch so ein paar Sachen gemacht. Zum Beispiel auf der Intensivstation eines Krankenhauses aufgewacht. Nochmal herzlichen Dank an die medizinische Abteilung aus Bamberg. Und wie dem auch sei, war es dann halt so, dass man sich ein bisschen besser kennengelernt hat. Man hat verschiedene Facetten kennengelernt von einem Typen. Also wie verhält sich ein Mensch überhaupt erstmal im richtigen Leben? Weil das ist oftmals auch was komplett anderes. Also ich kenne Leute, die haben im Internet die dickste Fresse und sagen, hier, guck mal, und mein Penis, der ist so groß. Und ich hatte schon 120 Frauen und ich habe, ah so, und ich kann 27 Minuten lang ohne Pause und so weiter. Und wenn du den dann begegnest im Real Life, sagen sie, ja, ja, was machen wir denn jetzt? Also was kann ich gar nicht ab. Also man sollte im Internet immer so sein, wie man auch in der Wirklichkeit ist und sich nicht verstellen, weil damit fliegt man früher oder später tierisch auf die Fresse. Ich denke mal, viele davon haben da schon die Erfahrung mitgemacht, dass das nicht gut geht. Vielleicht geht es ein paar Monate gut, vielleicht sogar Jahre, aber irgendwann, ja, man kann sich nicht auf ewig verstellen. Persönlichkeitsentwicklung und so ein Scheiß, das geht nicht. Also da muss man sich schon entscheiden, will man dann natürlich wirklich Leute finden, die einen so mögen, wie man ist, oder will man ja so tun, als wäre man jemand anders und wird diese Freunde, wenn man sie dann überhaupt Freunde nennen kann,
früher oder später verlieren. Muss jeder selber wissen. Ich bin da nicht so der Fan von. Auf jeden Fall war es so, dass man sich dann halt auch mal real life gesehen hat. Und das auch nicht nur einmal, sondern, ja, ich weiß gar nicht, mittlerweile. Ich denke mal, jetzt am Wochenende dürfte das so das vierte oder fünfte Mal sein, wo man sich so sieht, sage ich mal, von Angesicht zu Angesicht. Man kann sagen, dass man schon ein bisschen was erlebt hat. Wir haben zusammen Fußball gespielt, wir waren feiern, wir haben gesoffen, wir haben zusammen offline gezockt und so weiter. Mittlerweile schreiben wir halt auch ziemlich, ja, regelmäßig, beinahe schon täglich und auch über private Dinge. Also, keine Ahnung, Ausbildung, Freundin, Fußball, weiß der Geier was, über alles eigentlich. Und erst dann kann man oder kann ich von einer Online-Freundschaft oder von einem Freund sprechen, wenn ich denjenigen mindestens, ich sag mal, mindestens 2 bis 3 Mal gesehen habe und das auch nicht nur für 15 Minuten irgendwo, sondern halt mal wirklich ein bisschen Zeit miteinander verbracht, ihn wirklich kennt, seine Stärken kennt, seine Schwächen kennt, weiß, wie er tickt und dass es nicht irgendwie irgendwelche Facetten sind oder weiß der Geier was, sondern dass das wirklich diese Person ist. Vorher bin ich der Meinung, sind das allerhöchstens Bekanntschaften und mehr nicht, davon hat jeder eine Menge. Aber ja, letztendlich, ja gut, klar, es ist toll, man erweitert sein soziales Umfeld und hat Kontakte und kann jederzeit mit irgendjemandem chatten, aber ganz ehrlich, also, ja, Kontakte und Bekannte sind schön und gut, aber ich habe das Glück, ich habe genügend Freunde, auf die ich mich echt verlassen kann, wenn da irgendwas ist, jetzt klar, meistens in Real Life, aber ich bin der Meinung, dass ich auch im Online-Bereich 2 bis 3 Leute habe, auf die ich zählen könnte, wenn ich da irgendwie was habe. Und auch nochmal an dieser Stelle jetzt hier, Tobi, an dich, wenn du demnächst umziehst, sag Bescheid, ich bin auf jeden Fall dabei und pack an, kein Problem, ich kann auch noch 1, 2 Leute mitnehmen von mir, das schaffen wir schon. Und sowas macht dann für mich halt so eine Online-Freundschaft halt auch aus, nicht irgendwie so ein Pilli-Willi-Lari-Fari-Gedudel von wegen, ja, und hier, und lass mal zocken eine Runde, und ja, wir skypen jetzt mal für 15 Minuten, und ja, wir sind die Mega-Buddies und kennen uns jetzt schon, ja, wie lange, ja, 6 Jahre, und hatten sich noch nie live gesehen, also das ist für mich Schwachsinn, finde ich. Das bringt mir persönlich nichts. Das ist mehr oder weniger, ja, ich möchte es nicht Zeitverschwendung nennen, weil eigentlich macht es dann ja doch schon immer Spaß. Ja, aber es ist keine wirkliche Bereicherung. Also, ich muss ganz ehrlich, das jetzt, hat jetzt nichts mit Arroganz oder weiß der Geier was zu tun, aber ich brauche sowas nicht unbedingt, weil ich habe genügend Freunde und brauche jetzt nicht zwanghaft irgendwelche Leute, mit denen ich mich da unterhalten kann. Wenn ich mich mit Leuten verstehe, und die gibt's online auf jeden Fall, ich bin jetzt noch jung in meiner YouTube-Karriere, aber ich habe auf jeden Fall mindestens schon 5 Leute kennengelernt, mit denen ich regelmäßig skype oder was auch immer. Das finde ich auch immer richtig geil, dass ihr euch meldet. Und letztens hat mich auch wieder einer angeschrieben und gesagt, ja komm, lass mal jetzt endlich ein bisschen skypen und so weiter. Und dann haben wir auch geskypt und ich glaube, wir haben knapp 2,5 bis 3 Stunden dann zusammen gezockt und geskypt, nochmal mit 2 Abonnenten dann von mir. Finde ich richtig geil. Aber deswegen sind das natürlich noch lange keine, ja, Online-Freunde von mir, weil dafür kennen sie mich nicht und wissen nicht, wie ich ticke, und ich weiß auch nicht, wie sie ticken, wenn da irgendwas ist, weil ein Mensch hat so viele verschiedene Facetten. Wenn der gut gelaunt ist und online ist, dann ist er nochmal 10-mal anders, als wenn er irgendwie im richtigen Leben, wenn du dem dann in einer Stresssituation oder was auch immer begegnest, da kommen die dollsten Dinger bei raus. Also ich habe auch schon Leute erlebt, wo ich dachte, ja, der ist echt cool drauf. Und dann hat man gesagt, pass auf, du kommst ja auch aus Hannover, wir treffen uns jetzt mal schön samstags mit 10, 12 Leuten, dann gehen wir mal schön eine Runde Burken, schön Hallenfußball oder weiß der Geier was. Dann haben wir da gespielt, dann dachte ich auch, boah, was für ein Wichser, den block ich erstmal direkt danach und lösche den aus allen Listen. Wahrscheinlich hat er genau dasselbe über mich gedacht, aber so ist es dann halt, wenn man sich nicht kennt. Also man, ja, interpretiert dann Sachen rein und versteift sich auf die 2, 3 Sachen, wo man weiß, okay, das sind unsere Gemeinsamkeiten, wir mögen beide ein bisschen hier Kamasutra und stehen voll auf Fußball und Bier. Ja gut, deswegen ist man aber noch lange jetzt nicht die besten Buddies forever and longer und alles Groß- und Kleinschrift, wie das die kleinen Assis heutzutage alle so machen im Internet. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen mit euch quatschen, wie ihr das so seht, ob ihr wirklich so jemanden habt, wo ihr sagt, boah, den kann ich jetzt wirklich als Online-Freund, ja, nennen oder sehen, und das ist ein echter Buddy und auf den kann ich mich verlassen. Gameplay geht noch knapp eine Minute. Wollte ich mal hören, ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie gesagt, zusammenfassend nochmal, ich habe nichts gegen Online-Freunde, aber so eine Online-Freundschaft, also die Leute, die ich meine, die kenne ich jetzt auch, ja, gute 3 Jahre, und ja, jetzt kann ich sie mittlerweile Freunde nennen, aber das hat natürlich auch eine Zeit lang gedauert und viele, viele Stunden von Schreiben, Skypen, Teamspeak und weiß der Geier was. Die Moab ist hier jetzt übrigens erreicht.
wird jetzt gerade ausgelöst, nochmal kurz bevor das Spiel auch zu Ende ist. Danke nochmal vielmals, Totti, an dich, dass du mir dieses Gameplay zur Verfügung gestellt hast. Ich habe es mal wieder genossen anzuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es auch geil. Und ich hoffe, ihr beteiligt euch alle an der kleinen Diskussion, die eventuell entstehen könnte zum Thema Online-Freundschaften. Wie gesagt, haut's in die Kommentare, ob ihr welche habt oder wie ihr zu dem Thema steht. Oder ob ihr sagt, nein, ich will überhaupt gar keine Online-Freunde, weil sowas geht nicht online und da muss man sich privat kennen und weiß der Geier was. Oder ob ihr so wie ich seht und sagt, sowas kann sich entwickeln, dauert aber sehr, sehr viel Zeit. Gameplay ist hiermit zu Ende. Der Score, jetzt kann ich es ja sagen, wird 64 zu 0 sein oder ist 64 zu 0. Dazu kommen noch 11 Assists. Ist kein einziges Mal gestorben, also deswegen hier die Herausforderung, die er geschafft hat. Ich bedanke mich nochmal vielmals bei dir, Totti. Vielen Dank, dass du mir das Gameplay zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank an euch, dass ihr mir zugehört habt. Bis denn.